So. Schon eine hohe Sterberate hier, ne? Das sind gar nicht so viele Player auf dem Server. Ja, aber entweder sind die dumm oder keine Ahnung. Erstens mal durch den Wald laufen, bitte nicht durch über die Straße. Ja, hier drüber. Wir hüpfen jetzt schnell hier drüber. Ja. Ah, zu früh. Die Zombies kommen nicht mehr weiter. Ja doch, die irgendwie kommen wieder, backen die sich da durch, aber dahinter ist halt noch eine, weißt du? Ja, dann müssen sie sich nochmal durchbacken. Bis sie da durch sind, das dauert. Das ist halt ein perfekter Plan. Das Unnötigste an diesem Spiel ist einfach die Tatsache, dass Zombies nicht in die Hubschrauber Safe Zone rein können, weil da ja theoretisch der Hubschrauber sein könnte, weil das ja der Umkreis von den Rotorblättern ist. Aber die können durch Hauswände durchlaufen. Ja. Das ist so völlig unlogisch. Man könnte ja meinen, wenn die physikalischen Eigenschaften so gemacht haben, dass sie nicht durch die Wände durchlaufen können, beziehungsweise nicht durch die Rotorblätter, dass sie dann auch einfach durch gar nichts durchlaufen können. Aber das ist einfach nicht der Fall. Naja, das Spiel ist einfach voll verbuggt. Gerade nur, wie viele Spieler auf dem Server sind. Das sind ungefähr 10 oder 12, ne? Ja. Tachchen. Ach. Tachchen, was geht? Hast, ich hab's endlich geschafft. Ja? Kannst du jetzt auch auf Server drauf? Ja, ich hab schon geschafft, auf einen drauf zu kommen. Da war ja, nice, da komm mal hier auf. Gib mal einen Bratwurst. Der Server. Und dann gehst du auf Bratwurst, Glöckle. Server, so heißt der. Also, du warst schon auf dem Blazy-Server drauf? Jein, ich konnte auf jeden Fall connecten. Aber hat er gesagt, dem Host gab es Probleme und dann hat er mich rausgekickt und dann war ich wieder im Hauptmenü. Aber ich hätte rein theoretisch drauf gehen können. Okay, einen Moment, ich muss kurz was trinken, was essen. Ich bin schon im rotblinkenden Bereich. Ja. Bratwurst? Wie viele Server mit Bratwurst soll es heute geben? Suchst du die über den DayZ-Commander? Ja. Ja, okay, dann gibst du Bratwurst Glöckle ein, mit Glöckle O-E geschrieben. OE, Glöckle. Also so wie ja, Glöckle. Ich bin gerade hier. Der filtert die gar nicht. Warum filtert die nicht? Hallo? Filter mal. Na, ich geh mal. Ach. Ja, warte, ich nehme mal kurz. Ich bende mal kurz die Aufnahme, dann helfe ich dir beim DayZ-Commander. Bis gleich. Und weiter geht's. Mein Bruder ist jetzt auch im Game. Jo. Der Gregor. Aber. Ich bin nicht drin, aber so gut wie. Ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Wo, Dennis, wo bist denn du jetzt? Ich bin vor dir. Sehe ich nicht. Ja, Drehstoff. Da. Ah, da ist ja ein Quartal, ja, sehe ich. Du und dein scheiß Ghillie-Suit, man sieht dich einfach nicht. Ja, es sind noch 1400 Meter. Echt? Ich hab 1000. Wo hast du denn angeklickt? Warte mal, bleib mal stehen. Ich hab genau an die... Ne, du musst das mal rechts unten, weil rechts unten sind die dicken, die Häuser, so Häuser, in denen wir eben auch waren, weißt du? Ja, ich muss kurz die Lootmap nochmal aktualisieren. Ja, ich auch. Okay. Siehst du? Dann habe ich 1072. Also ich kenne mich in der Stadt auch ein bisschen aus, ich war wie gesagt heute schon mal da. Warst du schon shoppen? Ja, ich war heute auf dem anderen Server. Mein Schatz. Du such die. Ja, bis du mal nach Hause gekommen bist. Ich war den ganzen Tag zu Hause, ich war krank. Ich hab nur nicht gemerkt, dass du geschrieben hast. Ach so, ja krass. Ja. Ich hatte um 14 Uhr Feierabend und dann haben wir die ganze Zeit zocken können. Ja, nee, ich war um 3 gezockt. 15 Uhr war ich beim Arzt bis weiß ich gar nicht. Wo bist du denn jetzt hin? Da hinten. Ich bin an den Tannen, wo bist du denn? Wo lagst du lang, Alter? Ja, ich lag geradeaus an die Ecke direkt. Ich hab den Spawnpunkt direkt an die Ecke gesetzt von dem. Ich lauf ein bisschen über die Straße. Hier. Weißt du welche? Die südliche. Warte. Ja, die Ecke, wo offen ist.
Wo die Straße aufhört quasi. Weißt du, wo die 6 dicken Punkte sind auf der Loot-Map? Ja, hab ich doch gesagt, ja genau, die offene Ecke, da hab ich doch auch mal hingesetzt. Das sind bei mir nur noch 763 Meter. Ich finde gerade gar nichts mehr. Was machst du? Bei mir geht ja gar nichts mehr. Hast du zwischendurch das Spiel mal minimiert? Nee. Gut, das darfst du nämlich auch nicht, dann hängt sie das auch. Im Ladebildschirm. Nicht. Also bei mir hängt es ja ständig auf, wenn ich im Ladebildschirm rausgehe. Dann muss halt warten. Das haben wir beim Server vorhin auch genauso. Als sie dann gesagt hat, Host hat ein Problem. Harvey, wo bist du? Bist du drin? Ich glaube schon. Ah. Lauf gerade in den Wald rein. Jetzt kommt der Ladebildschirm nochmal, der gleiche. Ja, das ist jetzt at least one minute, ne? Nö, ist noch gleich nochmal. Ah ne, warte, da hat nur kurz das Bild immer neu geladen. Ich stehe da im Fange. Ja, danach kommt at least one minute und danach kommt die Auswahl von einem Mannequin. Dann kommt nochmal ein kurzer Ladebalken, bis du im Spiel drin bist und das kannst du spielen. Okay, wir sehen uns dann morgen, ne? Ja. Aber wo ist jetzt ist eine komische Lavalandschaft. Was? War hier gerade eine komische Lavalandschaft? Nee, das ist nur kurz, das ist der Vulkan. Das ist aber nur der Hintergrund beim Bildschirm, wenn du die Figur auswählst. Okay. Haben wir denn die geklaut? Nee, ne, wir haben keine geklaut. Philipp, ich hab dich schon wieder aus den Augen verloren. 400 Meter bei mir noch. Ich kann auch immer schon mal den Chat lesen. Mir auch. Ja? Ja. Das ist gut, dann hast du wenigstens eine Verbindung zum Server. Mindestens eine Minute, da steht's. Ja, ganz genau. Das ist jetzt der letzte Ladebildschirm vor der Auswahl des Manic. Ja. Ich habe hier gerade euren Chat kurz lesen sollen können. Was habt ihr mit der MK12 oder sowas gemacht? Oder so? Ja, genau. Ja. Wunderbar. Ah, ich sehe dich, du bist rechts von mir. Obwohl, Moment, bist du das überhaupt? Das ist bei der Sie echt gefährlich, Alter. Ich sehe dich nicht. Manchmal ist es besser zu früh zu schießen und manchmal ist es besser zu spät zu schießen. Komm mal zu mir, Alter. Ich laufe schon in deine Richtung. Bleib stehen. Weil wir sind jetzt gleich da. Ah, ich sehe dich jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, er ist. Mach schon mal meinen Punkt weg, weil der nervt mich sonst die ganze Zeit. Weil ich weiß ja eh, was da abgeht. Okay. Ja, man sieht die Häuser ja schon. Achso, Rio, das ist echt übrigens so wie im echten Leben. Du läufst stundenlang durch die Gegend auf der Suche nach der nächsten Stadt. Also, wenn du Pech hast, kannst du mal so eine Stunde lang durch die Gegend laufen und nichts finden. Schlimmste ist, wenn du keine Karte hast und ich weiß, wo du bist. Du läufst einfach nur durch die Gegend und im Kreis. Okay, jetzt mal ein bisschen langsamer laufen. Ja, Zombie-Alarm. Da unten ist auch schon einer. Ja, da hinten ist auch schon einer. An der Tür. Ist das die Tür? Ja. Ne, das ist die Rückseite. Das ist die Tür. Ne, das ist die Tür, stimmt. So, jetzt kann ich den Medikin auswählen. Na, den ab und wenn Zombies kommen, dann lenken sie ab. Ne, du knallst den nicht ab, Lass mal einfach da reinrennen. Auf 3, okay? Moment. Jetzt kannst du zeigen. Komm mal neben mich. Beziehungsweise ich lenke den einfach ab. Ich lock den jetzt in den Wald. Pass auf. So. Choose Survivor. Ich lenk den ab. Nein, ist blutig. Und da steht er immer noch. Der bewegt sich ja nicht. Geht da rein? Warum geht er da rein? Alter, wie stark hängt das? Du musst deine Grafikoption wahrscheinlich komplett runterknallen. Ja, nee, vor allem musst du die Sichtweite auch. Was ist das für ein Typ? Gitarrenspieler. Wie du auswählen kannst, meinst du von der Grafik, hä? Okay, jetzt ist er aus dem Haus raus, aber er läuft nicht. Er steht hier immer noch dumm rum. Siehst du mich noch, Dennis? Nee, ich bin gerade voll weit weggelaufen in den Wald, weil ich einen Schuss auf mir hinterherlaufen bin. Nee, die stehen hier immer noch beide an der Haustür. Ja, dann ist gut, ich komme jetzt auch 3, 4, boah, da waren 5 Leute im Haus drin. Hast du die alle gekillt? Nein, ich habe noch keinen gekillt. Die stehen da vor der Haustür. Ja, wollen wir die abknallen oder was? Ja, ja, hilft nichts, die stehen schon alle ineinander. Warte, ich gebe dir jetzt, wenn ich den einen Headshot gebe, sind die alle tot. Ja.
Okay. Ja, nice. Siehst du das? Ich glaub, da kommt noch einer die Treppe runter, warte. Wie? Hier ist keiner. Ne, jetzt auch nicht mehr, der ist jetzt tot. Ist ihn gekillt? Ja, stimmt. Nice. Also von den Magazinen hier, von den M19-Magazinen habe ich jede Menge, deswegen kann ich ruhig ein bisschen rausballern. Da habe ich bestimmt 7 oder 8 Magazine. Ich brauche mal Bandagen, ich habe nur eine Bandage jetzt. Ich habe noch eine. Und im Rucksack habe ich noch eine. Also ich habe insgesamt 2. Aber das ist ja gut, wir haben ja noch genug, wir haben ja genug. Wir haben Mann! Was? Die Figur ist die beste, die Hobbys essen. Ja, die ist cool. Vor allem, wer spielt ein Gitarrenspieler? Keine Ahnung. War es da unten schon drin? Ja, ne? Bück dich, Schlampe. Meine Güte. Geh du mal oben, ich geh unten, ja? Ja. Okay, also ich hab jetzt einen. Hier liegt schon Stuff rum. Also wenn der M19 Scheiß findet, sind das bitte für mich mit. Box of Matches hast du? Moment. Ja. Ach, pack's in den Rucksack für den Gregor gleich. Ach ja. Ne? Für den Feuer mal. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein paar Platz habe. Ich hab noch Platz, glaube ich. Ja, ich auch, ich auch. Habt ihr eine Axt? Nee. Ja doch, ich hab eine Axt. Nee, ich hab eine. Nee, wir haben keine Axt. So, jetzt habe ich hier die Spawn-Punkte. Hier draußen hängt wieder ein Medipack im Balkon drin. Oh, so scheiße. Leute, ich habe hier die Spawn-Punkte. Ja, okay. Okay, kurze Pause. So, sag mal an. So, bitte? Nach einer kurzen Pause des Herumirrens irren wir weiter herum. Gregor ist im Spiel und ich nehme wieder auf. Und er ist gespawnt in Mitrovic, oder wie heißt das? Mitrovice. Und wir sind in Krasnozamensk. Das heißt, wir werden entweder versuchen, uns in der Mitte zu treffen, oder er läuft zu uns, weil wir nicht dahin laufen werden. Ja, also... erstmal die Dinger wieder hoch, die Prozess hochstellen. Hä, gibt's hier keinen DC-Prozess? Doch, da haben wir 2 Uhr. Ja, setz ich den mal hoch. Aber ich habe gestern was gelernt über die Prozesse, Gregor. Musst du aufpassen. Und zwar... wenn du den auf Echtzeit setzt, ne? Ja. Und dann der wie viele Kerne hast du überhaupt? 4 normale und 4 virtuelle. Also insgesamt 4. Ja, dann ist es eigentlich kein Problem. Das Ding ist nämlich, dass wenn du nur 2 Kerne hast oder so, dann kann es sein, wenn du die Prozesse auf Echtzeit legst oder auf hoch, dass die Systemprozesse nicht mehr ausgeführt werden, dass du dann einfach... dass du dann zwar Arma 2 berechnest, aber das System nicht mehr. Was bringt dir Arma 2 ohne Betriebssystem? Recht wenig. Das geht. Ja, hast halt keine Grafikausgabe. Der braucht schon Windows. Hä? Der braucht schon Windows. Ja. Und das Problem ist halt, wenn Windows gerade irgendwelche wichtigen Variablen verändert und dann das Betriebssystem abschmiert, dann... Ach du Scheiße, das ist die ganze Wiese voller Zombies. Ja. Entweder ist da ein Spieler... Oh, es hat jemand geschossen. Hast du gehört? Ja. Schnell hier hinter die, auf der anderen Seite von dem... und den Zickzack laufen, damit er nicht zielen kann. Nee, das war hinter dem Einkaufsgebäude hier. Dann guck durch, während du läufst. Mach ich, ja. Also jetzt quasi von uns aus rechts. Hörst du es? Ja. Schießen die auf uns, aber die kommen hier nicht an die Kugel, ne? Nee. Dann lass uns mal weglaufen, Alter. Ich sehe den noch nicht. Ist das so risky? Bleib einfach in Deckung. Der ist in der Schule. Brauch ich mal einen SG36 kurz? Wir dürfen hier jetzt nicht spawnen, nicht sterben. Gehen von hier. Wo bist du? Ich bin neben dir. Ich laufe ein bisschen weiter weg, weil ich dir Deckung gebe. Er ist auf jeden Fall in der Schule. Lass uns mal lieber hier draußen bleiben, nicht da reinlaufen, ansonsten sind wir dem voll ausgeliefert. Siehst du da irgendwo ein Nameplate? Nee. Ich auch nicht. Ich nehme mal Painkillers kurz. Red mich einfach hier hin mit meinem Ghillie-Suit. Ja. Habe ich hier Painkillers? Natürlich nicht, ne? War ja klar. Ich kann nicht richtig zielen. Terrakotta? Michi killed by Trevor using weapon. Kann sein, dass die gerade eine Schlacht hatten.
Nee, das ist ein Tavianer-Guard, das kann gar nicht sein. Weiter rechts ist das jetzt von uns.